Servus und Hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fränkisch-Bayerisch-International Kochen mit Sandra. Heute gibt es Blätterteigschnecken mit Chorizo, Schalotten, Creme Fraiche und Emmentaler, geriebenen Emmentaler. Die Chorizo, ungefähr so 3 mm bis 4 mm dicke Scheiben, die viertel ich mir nochmal. Blätterteigschnecken sind sehr lecker zu einem Salat, auch gerne als Fingerfood verwenden oder wenn ihr unterwegs seid, als Snack im Schwimmbad, bei einem Ausflug, sind die auch sehr lecker. Und die Schalotten schäle ich mir. Und schneide sie mir in Ringe. Schön fein und den Wurzelansatz durchweg. So, das war's jetzt mit Schnippelarbeiten und Vorbereitungen. Der Blätterteig ist ein gekaufter aus dem Kühlregal. Ich bin der Meinung, Blätterteig muss man nicht unbedingt selbst machen. Also der ist so gut, den kann man ruhig gekauft verwenden. Habe ich schon ein bisschen bei Zimmertemperatur heraus gehabt, dass es sich leichter aufrollen lässt. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch natürlich ins Rezept und das findet ihr immer am Schluss des Videos. Der Blätterteig wird mit Creme Fraiche bestrichen. Außen lasst ihr einen kleinen Rand, dass sich das nicht rausdrückt, wenn ihr das dann zusammenrollt. Würzt das Ganze mit Muskatnuss. Und mit etwas Pfeffer. Nicht viel, weil die Chorizo ist schon sehr würzig. So reicht es schon. Verteilt die Chorizo darauf. Die Zwiebeln. Noch den Käse. Und nun rolle ich mir das zusammen. Schön eng. Mit dem Backpapier geht es ganz gut. Drückt mir den Rand gut an. So, und nun schneide ich die Rolle in Scheiben. Ich teile mir das vorher ein bisschen ein. Nehme ein Bratenwender, gebt mir das so aufs Blech. Ist was rausgefallen, das gebe ich noch oben drauf. Als letztes gebe ich jetzt oben drauf auf den Schnecken noch ein bisschen Käse. Und so wandern die jetzt für 15 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Der Ofen ist auf 200 Grad Heißluft vorgeheizt. Die Blätterteigschnecken sind fertig. Ich zeige sie euch mal vom Nahen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.